Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Macho Box von Basultan Hengst. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Macho von Basultan Hengst, das Ganze am 18. September erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist das 10. Soloalbum von Basultan Hengst. Das Ganze kommt hier in einer roten Box. Als erstes werden wir mal die Folie entfernen. So, und dann schauen wir uns das mal an. So, also die Box kommt hier in einem schlichten Format, also so ziemlich Standardformat einer Box. Und auch das Artwork ist sehr minimal gehalten. Also wir haben hier den Schriftzug Macho. Sieht so aus wie so Steinchen, so Edelsteine. Dann darunter Basultan Hengst. An den Seiten einfach blank rot, auf der linken Seite auch nochmal Macho und Basultan Hengst. Auf der Rückseite gibt es den Barcode, nochmal den Basultan Hengst Logo mit Schriftzug und die Infos zu Labels. Okay, dann schauen wir mal rein. Das Ganze ist eine Klappbox, geht hier auf der Seite aufzuklappen und dann kommt uns auch schon der Inhalt entgegen. So, eine Autogrammkarte haben wir dabei, dann haben wir hier einmal, zweimal, dreimal, viermal. Vier Sticker, ein Poster, zwei Poster, das Album an sich, die Instrumentals und neben dem Album der Hauptbestandteil des Albums, der Hauptinhalt, und zwar, ja, ihr seht richtig, ein Parfum. Ja, das ist der Boxinhalt, dementsprechend auch hier dieser Einbau hier etwas speziell gestaltet, der ist hier wirklich so auf das Parfum ausgelegt, dass das hier auch gut gepolstert ist und nicht irgendwie verrutschen kann, rumfliegen kann in der Box und auch heil bei euch ankommt. So, dann packen wir die Box zur Seite und schauen uns mal an, was wir hier alles haben. Also, die ganzen Sachen kommen hier ohne Folie. Das Einzige, was hier wirklich noch in Folie ist, ist das Album, der Rest nicht. Alles mal zur Seite und dann schauen wir uns das an. So, das ist das Album und die Folie ist ab. Dann kann es auch schon losgehen, wenn sie ab ist. So, aber jetzt. Das ist das Album, das eigentliche Album, Macho, Basultan Hengst, lesen wir auch hier wieder. Dann haben wir den guten Hengst mit zwei Pistolen oder Fingern zu Pistolen geformt, die an seinen Kopf gerichtet sind. Das Ganze kommt hier in einem regulären Jewelcase. Basultan Hengst, Macho, West, Berlin. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, so kreisförmig angeordnet. Wir haben hier, wenn ich richtig sehe, 12, 13 Tracks und wir haben hier Features mit dabei von Julian Boss, Doni44 und Philipp Leon. Also Julian Boss ist natürlich ein Begriff, die anderen beiden ehrlich gesagt nicht. So sieht das aus. Barcode haben wir hier keinen drauf. Warum? Das Album gibt es hier wirklich nur in der Box. Also rein so das Album kann man nicht erwerben, nur Box oder digital. So, dann kommen wir zum Booklet, wenn es rausgeht. So, was haben wir hier? Einmal die einzelnen Fotos hier zu den Tracks, also hier Macho, dann WMBWH, also Wer macht Berlin wieder hart. Dann lesen wir hier West-Berlin, die Credits zum Album. Jawohl, also diese Personen waren hier alle beteiligt. Dann weitere Flashbacks und BSH und nochmal das Logo. Also ein recht dünnes Booklet, aber die wichtigsten Infos, die ganzen Credits, die sind mit dabei. Die CD kommt hier in Schwarz und Rot. Hier das W für West-Berlin. Und dann haben wir noch den Ring, den Macho-Ring. Wunderbar. Gut, soweit zum Album. Aber wir haben auch
Instrumentals mit dabei. Ja, selten aber doch schafft es noch ein Rapper, Instrumentals in seine Box zu packen. Freut mich sehr. Sind mittlerweile echt Mangelware, meiner Meinung nach. So, natürlich auch hier wieder 13 Tracks mit dabei. Das ist die CD, kommt hier in Schwarz und Rot. Und wir haben hier Hengst und seine Gang. Und das Ganze kommt hier in einer Papphülle. Also 13 Tracks auf dem Album ergeben 13 Instrumentals. Eine unterschriebene Autogrammkarte, die kommt hier im Hochformat mit silbernem Stift unterschrieben. Hinter ihm geht die Hölle ab, also hier brennt einiges. Rückseite weiß. Dann gibt es diverse Sticker. Und zwar haben wir einmal den Bastel und Hengst Sticker mit zwei Leuchtfackeln. DJ Ilan Bounce den Beat. Macho, Macho, Macho. Und West-Berlin. Also vier Sticker. Alle quadratisch und recht groß. So, nächster Boxinhalt sind wieder zwei. Ich glaube insgesamt sogar vier, weil die sind meines Wissens doppelseitig bedruckt. Wir schauen uns das mal an. Ja, sind doppelseitig bedruckt. Also Nummer 1, Poster Nummer 1. Hier haben wir den Ehrenhengst, der hier gerade auf uns schießt. Dahinter wieder der Schriftzug. Und hier unten lesen wir dann wieder Macho. Dann die Rückseite in Rot mit dem Hengst hier auf Hochformat. Auch hier wieder der Albumtitel in der Mitte. Ansonsten natürlich Hengst hier abgebildet. So, also wie gesagt, Poster Nummer 1, beidseitig bedruckt. Einmal Querformat, einmal Hochformat. Und Poster Nummer 2, gleiche Größe. Und auch dieses natürlich wieder beidseitig bedruckt. Einmal hier im Hochformat. Hier lesen wir wieder, wer macht Berlin wieder hart? Mit dem Tuch vermummt, das auch schon auf dem Cover gezeigt wurde, also West Coast Choppers. Und auf der Rückseite auch hier wieder im Querformat der riesengroße BSH-Schriftzug hier über dem Bild, über dem Foto. Ja, also die Hauptfarben hier in diesem Artwork, Schwarz und Rot, das sieht echt gut aus. Beide Poster beidseitig bedruckt. Wie gesagt, jedes Poster einmal Querformat und einmal Hochformat. So, und dann haben wir den letzten Boxinhalt. Der ist etwas ganz Spezielles. Gab es schon auch das ein oder andere Mal in Boxen, aber nicht in so einem Fläschchen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn ich das so im Laden sehen würde, dann würde ich ehrlich gesagt eher so an Nagellack denken. Also so sieht für mich zumindest die Flasche, dieses Fläschchen für mich aus. So, was lesen wir hier? Valeria Eau de Parfum. Dann hier die Inhalte, 15 Milliliter, okay. Dann lesen wir noch Macho for Men, das Ganze ist hier natürlich durchsichtig, wie man sehen kann, und der Deckel hier in Schwarz. Dann schauen wir mal ganz kurz, ob der zum Schrauben ist. Genau, der ist zum Abschrauben. So, jetzt habe ich den aufgeschraubt. Das ist dann hier dieses kleine Röhrchen, mehr oder weniger diese Pipette, mit der man dann den Duft hier aus der Flasche nehmen kann. Ich werde mal ganz kurz etwas hier auftragen. So, einmal hier vielleicht auf den Arm und dann kurz verreiben. So, dann nochmal riechen. Ja, riecht nicht schlecht, kann man auf jeden Fall tragen. Erinnert mich auch etwas an einen Duft, ja, schwer zu sagen. Hat für mich ein bisschen etwas von Boss Bottled, aber es ist auch irgendwie noch so ein bisschen ein fruchtigeres Aroma mit dabei. Ja, ich glaube, hier lesen wir irgendwas von genau hier. Ich hoffe, man kann es lesen. Limone, Limonene, irgend sowas steht hier. Also ich glaube, das ist so verantwortlich für diesen etwas fruchtigeren, zitrusartigeren Duft. So, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Parfümfläschchen hier, 15 Milliliter, soweit ich gelesen habe. Dann haben wir Poster, zwei Stück. Beide sind doppelseitig bedruckt, also Hochformat, Querformat, Hochformat, Querformat. Die Sticker,
1, 2, 3, 4 an der Zahl, allesamt quadratisch. Die unterschriebene Autogrammkarte, die Instrumentals zum Album, 13 Tracks hier in der Papphülle. Und natürlich das Album an sich, Macho von Bassoldern Hengst im regulären Jewelcase mit insgesamt 13 Tracks und diversen Features. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box Macho von Bassoldern Hengst. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Bassoldern Hengst unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.